Schön, dass Sie mit dabei sind, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen. Das Wetter, das kann ich Ihnen sagen, ist hier weder Fisch noch Fleisch vorhergesagt. Sind zudem auch noch starke Regenfälle. Und sollten diese Regenfälle auch tatsächlich kommen, dann müssen wir abwarten, wie der Platz diese dann verkraftet. Denn der Ball, der muss ja rollen. Der darf ja nicht irgendwie liegen bleiben in Pfützen. Ansonsten wären es irreguläre Bedingungen. Aber wir sind nur im Konjunktiv. Wir sind bisher nur am Spekulieren. Noch regnet es ja nicht. Und hoffentlich bleibt es auch so. Das Stadion erstrahlt, sowohl innen als auch außen, wieder einmal in leuchtendem Rot. Eine Standardfrage an unseren Experten. Wer ist deiner Ansicht nach der wichtigste Spieler hier? Ich halte persönlich Ivan Perisic für einen fast kompletten Spieler. Der hat Spielintelligenz, der schießt beidfüßig, ist kopfballstark und er sorgt sowohl als Vorbereiter als auch als Vollstrecker immer wieder für Torgefahr. Ja, ich denke, da muss ich dir recht geben. Alles ist angerichtet. Einfach mal Langholz. Rüber nach rechts. Müller. Philipp Coutinho. Kimmich. Müller. Und die Kontergelegenheit. Alaba. Philipp Coutinho. Pavard. Kimmich. Perisic. Leichtes Ungleichgewicht im Punkto Ballbesitz, aber nicht bei der Chancenverteilung. Lewandowski. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Macht Sinn, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Kimmich. Gnabry. Jetzt die Chance. Ivan Perisic mit jetzt. Tor für den FC Bayern München. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Von seiner Kategorie gibt es nicht viele. Er ist eingedeckt, aber wie er seinen Körper da einsetzt, das ist eine Augenweide. So ein Tor machen wenige. Neuer Spielstand 1:0. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Gut rausgespielt. Und da ist er, schießt ihn aufs Tor. Großartig vom Keeper. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1:0. Mit viel Gefühl. Pavard. Serge Gnabry. Kimmich. Lewandowski. Und weg das Ding. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Schlauer Pass.
Einfach mal entsorgen. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Er trifft ihn. Um ein Haar wäre das hier richtig teuer geworden. Spielverlagerung. Da wird das Bein immer länger. Es geht über die rechte Seite. Müller. Kimmich. Kimmich spielt den Ball nach rechts. Und der Halbzeitpfiff. Mit dem Spiel und dem Ergebnis kann man nach der ersten Halbzeit hochzufrieden sein. Man darf allerdings im Durchgang 2 nicht nachlässig werden. Mit einem 1:0. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Bayern München führt nur mit einem Tor. Weit von hinten nach vorn geschlagen. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig. Er kommt nicht zum Abschluss. Klasse Stellungsspiel. Gut geklärt. Philipp Coutinho. Der könnte durchkommen. Das kostet Kraft. Und die Flanke. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Gnabry. Hier ist Lewandowski. Raus auf die linke Bahn. Lewandowski. Lewandowski. Das war ein vorsichtig formuliert optimistischer Versuch, um aus dieser Distanz zu treffen. Da muss mehr kommen. Findet er ihn? Die Idee ist da, der Plan ist okay, aber sie müssen es beim nächsten Mal zu Ende spielen. Sie müssen jetzt so langsam aber sicher alles nach vorne werfen, wenn sie hier noch etwas erreichen wollen, oder Hansi? 100%ige Zustimmung meinerseits. Das Spiel ist unterbrochen, jetzt kann gewechselt werden. Na klar, der Trainer versucht mit dieser Einwechslung seiner Mannschaft einen zusätzlichen Kreativschub zu geben. Kimmich. Gnabry. Lewandowski. Der Wille war da, er wollte zum Abschluss kommen, aber der Gegner hat es einfach zu gut gemacht. Spielt ihn gut raus. Ui, das ist eine Chance. Nagelt er den rein? Er bringt ihn. Das war sie, die große Möglichkeit für den Ausgleich. Sie haben die Chancen, aber sie machen zu wenig draus. Das muss definitiv besser werden. Philipp Coutinho. Hier ist Lewandowski. Robert Lewandowski, er schießt! Das hätte das 2:0 sein müssen. Das war die Chance, hier die Führung auszubauen. Das hätte Sicherheit gegeben, aber so holt man sich die Sicherheit natürlich nicht.
Kreide bringen neues, frisches Personal. Gnabry. Wenn man sie riechen könnte, dann riechen sie sie jetzt, die Ziellinie. Und jetzt erstmal Luft holen. Da war ein Pfiff, wahrscheinlich abseits. Lang nach vorn. Der Schlusspfiff, das war's für sie. Das war wirklich eine ganz, ganz enge Partie, aber eben genau dieses eine Tor hat gereicht, um sie durchzusetzen. Sie haben vielleicht nicht schön gespielt, aber sie haben trotzdem verdient gewonnen. Das war's von uns. Danke für deine treffenden Analysen, Hansi. Ich danke dir, Marco.